Ja gut, dann verkauf mal. Dann gehen wir shoppen und nach Bree zurück. Ja. Ich hab dann nämlich noch in Bree die Quest. Ach stimmt, nichts verkaufen, gar nichts verkaufen, wir müssen nach Bree zurück. Kauf, verkauf, keine Items. Kein Item verkaufen. Bisschen zu spät, aber okay. Du meinst, wir sollst du diesen... Natürlich, wir müssen die Quest abschließen oder willst du die für immer in deinen Log haben? Okay, ich kann nach Bree zurück. Ja, müssen glaube ich alle annehmen, okay. Ich glaube, du kannst ihm auch Ausrüstung geben, weil das habe ich letztes Mal gemacht und hat er gesagt, okay, ich brauche nichts mehr und dann war alles gut. Was ist denn das hier? Vielleicht brauchst du nur ein. Hier liegen Ledergamaschen, die stecken einfach im Boden. Ich habe sie kurz gesehen, aber... Ich habe sie mitgenommen. Die bringen 6 Verteidigung. What the fuck? Oh, sehr nützlich. Okay, ich drücke mir dem Otto Astel alles in die Hand, was wir selber nicht benutzen wollen. Okay. Otto Astel heißt er. Willkommen! Ja, er redet von den schwarzen Reitern, die nach vor kurzem hier aufgetaucht sind, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. So, ich gebe mal Schulterstück, ich gebe mal Rüstung, ich gebe mal Handschuhe, ich habe keine Distanzwaffen übrig. Und ich gebe ihm 3 Waffen. Und ich gebe ihm Schuhe und Hose. Du wirst vielleicht reichen. Ja, es hat gereicht! Jetzt haben wir einen guten Vorrat an Waffen. Ich weiß, reicht es auch dann für uns? Ja, ich denke schon, keine Ahnung. Vor vielen Jahren fand ich dieses Amulett auf den Belohnung von Otto. Fuck yeah, Leute! Ein Amulett! Belohnung darf ich darf mir eine Belohnung aussuchen. Oder ein Ring. Amulett oder Ring. Das ist wichtig, dass man das macht. Das ist super nützlich. Und wo kann ich es mir aussuchen? Bei Gegenstände. Wo? Wow, Retard hoch 10. Gegenstände und die komische Kiste. Sorry. Jo. In deinem Inventar. Ah, ja. Und dann kannst du die anklicken und kannst du auf mehr Informationen drücken und da kannst du gucken, was du brauchst. Ja, ist okay. Meine Fresse. Der Halleffekt, das hat sich wirklich so angehört, als ob du wirklich 20 Meter weit weg bist und man hört dich einfach nur durch die Stadt plärren. Oh Mann, ich würde das auch so gerne so hören. Aber das würde bestimmt scheiße klingen. Okay. Ja, scheiße, ich habe das falsch jetzt. So, entweder der Ring mit 3 Geschicklichkeit, Chance auf Feindfehlschlag plus 1. Oder das Amulett mit 1 Geschicklichkeit, 6% Betäubung, wenn getroffen. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche eh Level 9. Ich warte noch ein Level und gucke, ob ich in der Zwischenzeit entweder einen Ring oder ein Amulett bekomme, weil ich fehlt von beidem 1. Das gibt's doch nicht, dieser Hobbit hat in seinem Laden nur Schrott. War ja klar, was erwartest du, es ist ein Hobbit. Muss man extra noch warten, müssen wir nach Bruchtal kommen, um Elfenschmiedekunst zu kriegen. Willkommen. Hey, Spoiler! Oh, shit, fuck, sorry, ah! Apropos, ich muss ja noch zu dem Schmied, da habe ich hier eine Quest. Vielleicht ist der Schmied geskillt genug, um das Amulett zu reparieren. Er kann alles reparieren. Oh. Aber was für eine Quest? Reliquien. Oh, Mist. Die hätte ich wohl auch... Oh, es gibt ja einen Ring mit plus 5 Rüstung für nur 372 Silber. Ich glaube, den hole ich mir und dann nehme ich mir dafür das Amulett. Aber ich habe noch gar nicht genug Wille. Selbst im nächsten Level ab kann ich das Amulett nicht mal anlegen. Ich brauche 17 Wille dafür. Ich habe gerade mal 13. Das nächste Level bringt mich auf 16 hoch. Okay, was ist das für eine Quest mit dem Schmied? Also, das ist so eine Reliquie, die habe ich gefunden. Ach, kommt doch selber ein Quest noch nach. Da muss ich zu einem Schmiedemeister. Ich habe diese Reliquien gefunden. Ich habe diese Materialien in den Ruinen des alten Königreichs gefunden. Ich glaube, daraus kann man eine prächtige Waffe herstellen. Lass mich mal sehen. Ah, das ist gut. Ja, ich sollte lieber einen Elben- oder Zwergenschmied fragen. Ich lasse dich weiterarbeiten. Ich habe schon mal Tschüss gesagt. Leon, du solltest auch kurz mit ihm reden und das auswählen. Das wird nämlich jeder einzeln triggern. Wo ist der? Hier, wo ich bin. Okay. Ich glaube, dass du mir der Aufgabe dich entweder entscheiden kannst, zu warten, bis du es dem Zwerg geben kannst und dann was noch Mächtigeres kriegst, oder du gibst es gleich dem Elb und kriegst dann etwas nicht so Mächtiges. Ich denke mal, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ich bin sicher, der Elbenschmied macht da was richtig Starkes draus. Der Elbenschmied macht was viel Schwächeres als der Zwergenschmied. Den gibt's doch viel früher. Ist doch logisch. Ah, okay.
Ja, ich denke, dann warten wir bis zum Zwergenschmied. Ja, ich hoffe, dass es keine weiterführende Quest ist und dass da nicht noch irgendwas kommt, das dann erst getriggert wird, sobald man es... Ach, keine Ahnung. Leon, kriegst du es hin? Ja, ja. Okay. Aber er braucht... Ja, ja. Gut. Also, ah, will ich mit dir reden. Der leckt mich doch. Okay, ich bin soweit... Soweit fertig. Der ist da drüben. Ein Moment. Ja. Ich brauche noch mindestens 2 Level-Ups, bis ich entweder Amulett oder Ring anlegen kann. Ich könnte mir jetzt einen billigen Ring mit Rüstungsbonus kaufen. Ich glaube, das tue ich einfach, damit ich den Slot wenigstens voll habe. Und dann hole ich mir später das Amulett. Klick, zack. Ich habe 6000, sonst wie viel Silber. Sehr schön. Okay. Dann bin ich fertig. Können zurück und endlich wieder kämpfen und nicht hier in der Gegend rumspazieren. Im Regen auch noch. Scheiß Wetter. In der Stadt ist es immer. Ja. Es ist wie England in eine kleine Stadt komprimiert. So. Der Zwerg braucht wieder am längsten und wir gehen zurück nach Vornost. Hey. Soweit ich mich erinnere, kommt jetzt schon der Bossfight, ne? Ja? Zumindest jeden Moment. Goblin, seid wachsam! Die Truhe ist wieder da! Wuhu! Okay, ich habe einen. Kann man wirklich oft looten? Ich habe ein Schulterstück bekommen. Braucht jemand ein 13er Schulterstück? Ein Moment. Nein, brauch ich nicht. Okay. Leon, du auch nicht? Nee. Gut. Dann gehen wir weiter. Wuhu. Okay, Ella, dann Aero, ihr rennen hoch und rennen wieder runter. Leute, habt ihr irgendwas entdeckt? Ah, Feinde! Feinde, Troll und sowas. Okay, und wieder hoch. Ja, gutes Cardio. Leon, was zum Teufel hast du gerade gemacht? Du hast voll getreten. Er hat gerade irgendwie Armbrust ausgerüstet und dann voll in die Luft weggedappt. Ey, wie macht ihr das? Ich kann das nicht. Ich habe Locken und Linksklick. Ich habe genug von deinesgleichen. Was? Leuten und Linksklick? Was? Blocken und Linksklick. Achso, bei mir macht er einen Schlag. Oh. Wow. Wups. Okay. Egal, gehen wir weiter. Wenn ich C mache, mache ich. C ist Taunten. Ich habe genug von deinesgleichen. Hier ist zu. Da können wir nicht rein. Leon? Hast du... Ja? Was machst du da hinten? Oh, jetzt ist es übel. Hast du dich mit Elro hier geprügelt oder was? Okay, gehen wir. Nein. Wuhu, Action. Wer kann gut schleichen? Ich kann gut schleichen. Das ist ja auch dein Job als Waldläufer. Mhm. Oh, guck mal, wer da ist. Herzog, was ist da draußen los? Eindringlinge. Wie viele? Nicht viele, aber sie haben den Adler befreit. Jetzt wird unsere Anwesenheit hier entdeckt werden. Ist das das Beste, wozu ihr Gesindel in der Lage seid? Sie müssen große Krieger sein. Elben mit Blut an ihren Händen. Oder welche von diesen dreckigen Tagen. Ist mir egal. Findet sie und tötet sie. Ruft eure Wachen. Lasst sie nicht entkommen. Ruft meine Wache und zwar schnell. Hey Jungs, alles klar. Okay, hauen wir ab. Ah, tötet die Eindringlinge! Gut, dass wir so schnell rennen können. Ja. Toll. Wartet, wir helfen euch! Nein, wir dürfen Agada keine Gelegenheit geben zu entkommen. Weiter, wir kümmern uns um seine Wachen. So, jetzt machen wir kurz den kleinen Tarzak da oben platt. Okay, ich kann dich hier nicht erwischen bis jetzt. Vielleicht denken sie, dass wir mehr als nur 3 sind. Ja, dann müsstest du aber echt Probleme mit den Augen haben, ey. Den so, Vorsicht, der macht Rundumschlag. Okay. Vorsicht, der macht wieder einen Rundumschlag. Out. Simon lässt sich ja gleich zweimal mit demselben Move treffen. Leute, ich bin unsichtbar. Oh shit, der blutet! Komm lieber zu mir! Ich mach ihm halt locker 800 Damage mit meinem... Pro Sekunde. Ich mach ihm 3000 Damage oder so mit dem einen Schlag hier.
800. Oh, du bist tot. Ja. Zwerg, verteidige dich. Wir brauchen dich. Okay, Tarzog ist schon tot. Wow, ihr hättet echt sehen müssen, wie viel Damage ich ihm gerade gemacht habe. Aber ein Schlag hat 4000 Schaden gemacht, so geil. Mann, Maro. Was denn? Oder Michael? Nö. Und ich war so nutzlos. Der Kampf war so ultimativ einfach. Oh mein Gott. Also das war echt ein Witz gerade. Ich habe auch nicht erwartet, dass meine tiefen Wunden so viel nachhaltenden Schaden machen, Alter. 800 Damage pro Sekunde bis 4 Sekunden lang. Fucking hell. Okay. Kannst du einen Troll alleine erledigen? Ja, mit dem Schlag. Okay, lass mich mal kurz mein Inventar durchgucken. Ich habe nämlich... Oh, das ist witzig. Ah, der hat einiges fallen lassen. Guck mal, was ich habe. Ich habe zweimal denselben Morgenstern. Yeah! Sieht witzig Leidisch. Aus, oder? Ist allerdings nicht so praktisch, weil die tiefen Wunden in dem Schwert cool, sind. Ich habe von ihm nichts gekriegt. Das tut mir leid. Okay, wo müssen wir lang? Hier lang. Ich fasse es nicht. Ja, hast du sein Loot? Hast du, gibt's hier irgendwo noch Loot oder hast du alles? Ja, hier nee, direkt neben der Tür, das war noch eins. Ah. Ja, okay, das war noch. Oh, Handschuhe. Ja. Wo ist denn Tartox Leiche überhaupt? Ist das die hier? Ja. Oh, die sind schlecht. Es ist schon. Okay. Kann man den ausnehmen? Sind wir ein Monster hinter? Nee. Alles klar, dann gehen wir jetzt. Wow, das ist eigentlich das Ende des ersten Kapitels, wenn ich mich nicht irre. Simon? Simon? Oh, da hinten lagen noch zwei Taschen. Ich habe mir kurz noch zwei Taschen geholt. Wenn das in die andere Richtung. Oh mein Gott, ich muss reißen! Wow. Ihr hättet aus Mittelerde fliehen sollen, als ihr noch die Gelegenheit dazu hattet, wie der Rest eurer feigen Art. Nichts treibt uns in die Flucht, erst recht nicht du, Scherge Saurons. Ich bin Saurons rechte Hand. Ich werde euer kostbares Bruchtal brennen sehen. Und euer Vater, dieser Bastard, wird mir in Ketten zu Füßen liegen. Du machst gar nichts. Deine Pläne enden hier. Mein Werk hat gerade erst begonnen. Glaubt ihr, ihr zwei könntet mich alleine aufhalten? Sie sind nicht alleine. Suche nicht nach deinen Wachen. Sie werden Simon, kommen. Jetzt bist du wieder blond. What the fuck? Hornost ist bedeutungslos. Ja, war kurz ihr beim Friseur in Bre. Er flieht! Wir können ihm jetzt nicht folgen. Aber ich kann es! Da. Belaram! Nimm doch einen von uns mit! Ja, nimm den Bogenschützen mit. Saurons Zauber. Dies ist kein natürlicher Sturm. Autsch. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Es ist sinnlos. Für dieses Mal ist er entkommen. Ja, aber es war nicht deine Schuld. Es war mutig, ihm alleine zu folgen. In der Tat, obwohl es vielleicht nicht die schlauste Entscheidung war. Wenn wir ihn nur hätten erledigen können. Es lässt sich nicht sagen, welch Unheil er noch anzurichten vermag. Aber was jetzt? Wo sollen wir jetzt hin? Was mich betrifft, so würde ich mich gern der Jagd nach Agandar anschließen. Doch meine Pflicht hat Vorrang. Ich muss zurück nach Hause, um meinen Herrn Gwaii hier darüber zu informieren, was ich hier in Erfahrung gebracht habe. Die Verpflichtung deinem eigenen Volk gegenüber muss an erster Stelle kommen. Viel Glück, Belaram. Ja, leb wohl, wohin dein Weg dich auch führt. Bis dein Adlerhaus dich am Ende deiner Reise empfängt. Besten Dank. Meine Grüße an Elrond, euren Vater. Und leb wohl. Was uns angeht, ich glaube, wir haben auch die Pflicht, unsere Verbündeten über alles zu informieren, was wir in Erfahrung gebracht haben. Es war Halberat der Waldläufer, der uns zu Aragorn sandte. Was wir erfahren haben, wird ihn sicher interessieren. Wir sollten zurück zu ihm nach Saarpfung. Oh, das habe ich völlig vergessen. Ja, wir wissen nicht, welche Mächte das Auenland bedrohen. Die Waldläufer könnten uns brauchen.
Sollte Halbarad eure Dienste nicht benötigen, dann macht euch auf den Weg nach Imladris. Dort könnten wir bald eure Stärke und eure Klugheit im Kampf verbrauchen. Wir werden daran denken. Lebe wohl. Okay, ich werde hier diesen Part erstmal beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Part, Leute. Bis dann. Bis dann. Ciao.